So. Jetzt sind wir wieder bei den Gammelgurken hier. Einen haben wir schon mal erledigt. Zwei haben wir erledigt. Der dritte eiert noch hier irgendwo rum. Ich habe Hunger. Sollten wir vielleicht auch mal was schnapulieren? Wie wär's mit dem Würstchen? Ja, jetzt laden wir kurz nach. Ganz wichtig. Und dann wechsle ich die Knarre. Hündchen. Arschlappen. Könnte man fast sagen. Na, Idiot. Vollhungs. Das müssten eigentlich die zwei sein. Der da und der da. Das ist ein neutraler. Dann was der hier? Weil ich habe nur auf solche gezielt und geschossen. Er hängt halt immer noch in der Mauer, ne? Junge, was beschwerst du dich eigentlich bei mir? Hä? Wir müssen uns jetzt beeilen. Wir müssen uns jetzt beeilen. Wir müssen da durch. Habe ich die alle erschossen oder was? Da haben wir noch einen. Er hat einen Artefakt dabei. Mal gucken, ob das geht. Schnauze. Ja doch, es geht. Ich gehe jetzt zurück zum Wirt, das ist mir wurscht. Aber vorher noch fallen lassen. Nein, fallen lassen. Entladen. Fallen lassen. Entladen. Das mag er nicht. Da unten mag er nicht. Entladen. Fallen lassen. Fallen lassen. Fallen lassen. Entladen. Ja gut, okay. Das bringt mir jetzt auch nichts. Weil jetzt lad mal erstmal zurück. Verkaufen ein bisschen was. Nichts mehr aufsammeln, weil wenn wir jetzt noch was aufsammeln, sind wir überlastet. Garantiert. Wir haben schon 7 Pfund drüber oder 7 Kilo. Wir sind schon drüber. Jetzt leck mich doch an. Du rennst mich nicht über den Haufen, du Scheißviech. Das hast du dir so gedacht, hä? Was haben wir noch gesagt? Der hat noch Munition dabei. Der hat eine Pistole. Hier haben wir noch.
Nichts. Hier haben wir noch einen. Da haben wir einen. Den hat man, glaube ich, schon. Ist egal. Sicher ist sicher. Na, Lappen. Naja, die Müllhalde haben sie ja jetzt überrannt, ne? Kann man schlichtweg sagen. Hat ja nicht viel gebracht, dass sich die Banditen vorhin... Naja. Kann man nichts machen, das ist einfach so, das ist Schicksal. Wenn es so sein muss, dann ist es so. Oder wenn es so sein soll. Jetzt kommt der Opfer. Wo kommen denn die Arschlöcher plötzlich her? Ey, von hinten im Stehen ist bequem oder was soll die Scheiße hier? Nein. Uiuiuiuiui. Sobald ich die Waffe... Nein. Ich bin überladen. Ah, was ist das? Ich schieße die linke und die rechte Zehe weg. Ey. Arschloch, du blödes Stück, der mich hat, sag du. Ach, jetzt klemmt auch noch die Knarre. Der ist schon tot. Mal gucken, welche wirklich schlecht drauf ist. Die hier zum Beispiel, die ist ganz schlecht. Die kauft mir keiner ab. Ja, er kauft schon ab, aber ist nichts wert. Nicht genug. Die hier zum Beispiel. Meine Knarre könnte vielleicht auch mal repariert. Naja. Ja, möchte ich gerne. Bringt ja nichts, wenn ich mich jetzt da herstelle und ich kann es dann aufsammeln. Weil es nämlich am Tor liegt. Schade eigentlich. Ich hätte gerne die Munition und die Medikits mitgenommen. Naja. Das wundert mich eigentlich, dass hier trotzdem noch irgendwelche Drecksäcke vorbeikommen. Obwohl eigentlich die Stalker hier rumrennen. Das ist... Ja, komisch, nicht wahr? Schießt das Hund halt bitte erst, wenn, genau, an der Anomalie vorbei ist, weil sonst haben wir nämlich ein Problem. Komme ich nicht an Schwänzchen dran? Nein! Es hat keinen Schwanz. Er hat einen Satz gemacht. Jung, vor mir ist er in die Erde abgetaucht. Ja, wir haben ihm vorher das Leben schwer gemacht. Das Leben unmöglich. Wir haben ihm gezeigt, wie das aussieht, wenn man sich die Radieschen von unten anguckt. Mhm. Er hat auch keinen dabei. Ich habe keine Schwänze. Hä? Was ist das da? Was ist das da? Hä? Das hat keinen Schwanz.
Hier, baller, baller, ey, alter Mann. Das müsst ihr mir mal erklären. Warum haben die Hunde keinen Schwanz dabei? Jetzt habe ich gedacht, der bewegt sich. Das nehme ich mit, das da und das da. Danke. Die Schrotflinte und die Pistole kannst du liegen lassen. Fährt sich fest. Ja, so ungefähr. Hoppla, da ist eine Anomalie. Da auch. Die Wildsau rennt durch. Wollen wir wetten? Weißt du, dass er keine Chance gegen mich hat? Naja, Wildsau halt. Schade. Die Leichen sind weg. Naja, bis auf eine. Das ist der Kommandant, oder was? Veteran, Militärfeind, Major Kuschnetzow. So, Kuschnetzow. Aha. Kusch. Das war jetzt die 3. Ja, ja. Haben sie die Leiche wieder fortgeschleppt? Die Hunde sind tot. Die können nicht mehr schleppen. Nur mal so nebenbei. Servus. Natürlich. Oh. Fuchs, nicht nur Fuchs, sondern jetzt Wolf, Wölfchen ist auch weg. Wölfchen ist weg. Oh. Ich bin hier wegen des Auftrags. Sidorovic, Auftrag erfüllt. Hier ist eine Belohnung. Ausgezeichnet. Irgendwelche Neuigkeiten? Wieso? Was denn? Welchen Auftrag? Lager vernichten. Ach so. Ich brauche einen Auftrag. Den Neulingtönen, den Steinblume finden. Ich bin dabei. Ich bin hier wegen des Auftrags. Ich brauche einen Auftrag. Fleischklumpen. Ich bin dabei. Ich bin hier wegen des Auftrags. Schon gut. Ich habe keinen Fleischklumpen dabei. Echt? Was sind das wert? 1200. Das ist 176, das verkaufe ich nicht. Das da und die 2. Machen wir hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und das da. Die 7 Stück. Und das da und das und hier. Und da. Und die 2 und das und die 3 und jenes und schlag ihn tot. Dann haben wir noch die Banditenklamotten. 205, die verkaufe ich nicht. Okay, dann haben wir die 2 Granaten und die 16. Die ganzen Pistolen erstmal verchecken. Ich sollte vielleicht aufhören, die Dinger mitzunehmen, weil es eigentlich nichts bringt. Oder? Naja. Munition bringt mehr Ding ein. Okay, dann haben wir das da, den Söldneranzug oder das hier.
Waffe, den Söldneranzug und die Munition. Guck mal hier noch. Ach komm schon, ey. Jetzt ist aber langsam gut. Ich habe ihn in die Enge gedrängt. Endlich. So. Was kriege ich denn eigentlich dafür? 165 Rubel. 16 Brote. So viel brauche ich doch gar nicht. Und dreimal Würstchen. Und 20 reicht doch auch. Handel 49.000. Nicht schlecht. So muss das laufen. Steinblume will er jetzt, ne? Fleischklumpen. Habe ich keinen Fleischklumpen dabei? Gravit habe ich dabei? Ich habe doch Fleischklumpen. Guck mal hier, Fleischklumpen. Ich habe jetzt gerade was vor. Nee. So rum. Ich bin hier wegen des Auftrags. Ich brauche einen Auftrag. Pseudo-Hund. Den Neuling töten gerade. Jetzt braucht er keine Ding mehr. Also gut. Dann nehme ich. Interessiert mich nicht. Danke. Ausgerechnet jetzt, wo ich gerade so schön dabei bin, braucht er das nicht mehr. Boah, 33 von den Trümmer. 30 und 15 macht 45. 3 Stück davon. Und 10 Stück davon. Sagen wir 5 Stück. Ich bin gnädig. Was ist denn jetzt? Viertausend. Nee, warte mal. Oh, der ist besser. Okay, gut. Handel. Was kriege ich denn? 2599. Nicht Handel. Schlecht, in Ordnung. Bitte. Bis dann. So, gehen wir noch schnell zum Wirt. Dann mal gute Jagd, Stalker. Auf Wiedersehen. Ach ja. Ja, Moment. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Wirt. Ups. Baum in Sicht. Schön außenrum navigieren. Das wird meine letzte Aktion sein für heute. Naja. Was vergessen. Ja, von wegen letzte Aktion. Vorletzte. Meine Waffe klemmt doch. Jetzt ist die Frage, soll ich mir eine neue kaufen oder soll ich sie reparieren? Das ist die Frage. Am besten speichern vorher. Du bist also zurück. Ja, Papa.
Spezialaufträge antworten, Frage, Waffe reparieren und zwar Sekundärwaffe. 12, 11.200, das geht ja noch. Exzellente Arbeit, bis dann, tschüss, auf Wiedersehen. Nun, schnapp etwas frische Luft und dann komm rein. Meine Waffe ist wieder repariert, die war nicht kaputt. Aber jetzt können wir zum Wirt gehen. Ja, natürlich. Ich möchte nicht unten rum. Ich möchte oben rum. Was will er denn jetzt schon wieder von mir? Ja, natürlich müssen wir zum Pferd, du Pflaume. Das weiß ich doch. Die Gräser bewegen sich auch so komisch, ne? Ich weiß nicht, also so komisch. Naja. Hier bewegen sie sich nochmal. Das ist vom Wind. Aber selbst wenn der Wind geht, bewegen sich Gräser nicht so. Egal. Das ist ein altes Spiel, da muss man drüber wegsehen. Da gibt es andere Spiele, die sind noch viel krasser drauf. Ach komm, lass liegen den Haufen. Ja, komm, lass liegen. Das ist immer so eine Sache. Wenn ich die jetzt liegen lasse, haben die was dabei, was ich vielleicht gebrauchen könnte? Vielleicht ein Versteck? Jetzt nicht, ne? Versuchen dir die Hunde hier ans Bein zu bronzen. Wissen doch, dass das nicht funktioniert. Müssten sie eigentlich rein theoretisch. Guck mal, der liegt auf den drauf. Hat aber trotzdem keinen Schwanz dabei. Es würde mich wundern, wenn der einen Schwanz dabei hat. Das ist ein Hund. Stinknormaler Köter. Nein, das ist ein Hund. Ja, der hat schon einen Schwanz dabei, aber... Hier, guck mal. Sieht komisch aus, ne? Hundeschwanz. Die Widerstandsfähigkeit der Haut von mutierenden Hunden gegenüber Elektrizität und chemischen Stoffen ist schon lange Gegenstand wissenschaftlicher Interessen. Der Hundeschwanz ist fast vollkommen frei von Fettgewebe und daher besonders gut für Forschungszwecke geeignet. Naja. Dann werde ich mir mal so einen Hundeschwanz mitnehmen. Man könnte ja... Nee, kann man nicht. Auf andere... Nee. Das ist sie. Schon wieder ein Versteck. Und der auch. Ey. Die haben wir doch vorhin. Der hier und der hier. Die haben wir das letzte Mal schon durchsucht und... Naja.